So, da sind wir wieder nach der Pause. Im allerersten Versuch hat das jetzt geklappt oder so. Ich habe die große Freude, die große Ehre, den Joachim anzukündigen. Der Joachim und ich, wir sind uns schon, ich weiß gar nicht, wann das erste Mal, aber schon viele, viele Male über den Weg gelaufen. Im Zweifelsfalle immer dann, wenn mich das Schicksal zu einem anderen Community-Event verschlagen hat, nämlich in die Kontau-Welt. Da ist der Joachim seit vielen, vielen Jahren ein nicht wegzudenkendes Urgestein. Und Joachim hat für uns ein Thema mitgebracht, was tatsächlich mit Contao leider nichts zu tun hat, wäre bestimmt auch interessant gewesen, aber nicht weniger spannend ist, nämlich Trekking mit Matomo. Joachim, Bühne frei für dich. Viel Spaß. Ja, hallo erstmal. Dann teile ich erstmal meinen Bildschirm, damit wir in die Präsentation gehen. Ja, es geht um Trekking mit Matomo. Letztes Jahr hatte ich ja zu dem Thema schon einen Vortrag gehalten, der sich ein bisschen darum bemühte, zu zeigen, dass die Daten, die wir in Matomo erheben, genauso wie Google Analytics oder ähnliches, schlicht und einfach gar nicht dementsprechend, was man eigentlich in Matomo oder in Analytics halt in tracken kann, weil halt viele Daten von Adblockern etc. vermieden werden. Heute geht es eher um ein paar technische Inhalte, wie man nämlich Matomo optimiert einstellt. Zum einen die Einstellung für die Webseite, die Integration in die Webseite, da die Unterscheidung zwischen der klassischen Variante und dem Matomo Tag Manager. Dann gucken wir uns ein bisschen was zum Thema Datenschutz und Privatsphäre an und empfehlenswerte Erweiterungen, die ich denke, die sollten eigentlich in jeder Matomo-Instanz verwendet werden. Kurz zu mir. David hat es ja kurz gesagt, ich bin im Bereich der Contao-CMS-Welt unterwegs. Dort bin ich mittlerweile seit Juni der Präsident des Fördervereins der Contao Association. Ich bin auch im OMT als Botschafter aktiv und ja, meine Schwerpunkte sind eigentlich Softwareentwicklung, Matomo und natürlich Contao. Ja, gucken wir uns die Einstellung für die Webseite an. Also die Grundeinstellung, wenn wir halt eben Matomo sind, haben wir oben dieses Einstellrädchen auf der linken Seite, dann den Bereich Verwalten. Dann haben wir hier unser Property für die jeweiligen Websites und wenn wir hinten auf den Bleistift gehen, dann kommen wir natürlich in die Basiseinstellungen. Und hier möchte ich als erstes mal auf das Feld der URL eingehen. In der Regel, wenn ihr Matomo neu installiert habt, dann wird dort meistens nur diese eine Adresse drin stehen, die ihr eingetragen habt. Aber tragt dort bitte wirklich auch alle Varianten ein, über die der Nutzer auf die gleiche Webseite zugreifen kann. Das ist zwar meistens aus SEO-Gründen nicht so gut, wenn man halt eben mehrere Varianten hat mit www, ohne www. Aber wenn ihr das so nutzt, dann sollten hier auch wirklich alle Varianten eingetragen werden. Ein kleines Feature an der Stelle, wenn ihr hier Domains eintragt, die ihr nicht selber hostet bzw. betreibt, aber die ihr ansprecht, wie zum Beispiel PayPal oder Prittix oder wie auch immer die ganzen Zahlungsplattformen heißen, dann habt ihr immer die Situation, dass ihr normalerweise eine Attribution, die ihr zum Beispiel über ja, entsprechende Kampagnenparameter bekommt, dass die verloren gehen würde, wenn ihr den Nutzer zu PayPal rausschickt und wieder zurückholt. Ergo bitte hier auch dann entsprechend solche Adressen eintragen. Das hat den entsprechenden Effekt, dass halt, wie gesagt, diese Sachen nicht als ausgehende Links und auch nicht als eingehende Links dann halt eben verwertet werden. Den Punkt solltet ihr immer anhaken, denn das verhindert, wenn ihr es bestätigt, dass nur die Sachen, die ihr dort oben eingetragen habt, halt auch getrackt werden. Sprich, wenn ihr eine Dev-Umgebung habt, dann sollten logischerweise diese Zugriffe halt eben nicht getrackt werden, weil sie eure Statistiken kaputt machen. Also bitte hier das Häkchen entsprechend immer setzen. Solange ihr keinen One-Pager habt, wo ihr mit den Hashtag-Parametern, also mit den Sprungadressen arbeitet, sollte diese URL-Fragment-Variante immer auf Nein gestellt sein. Aber ansonsten zerlegt ihr euch an der Stelle auch die Seitenaufrufe. Im Bereich der ignorierten IP-Adresse solltet ihr in jedem Fall eure eigenen IP-Adressen, sofern ihr eine feste IP-Adresse habt, die IP-Adressen aus dem Firmennetzwerk oder ähnliches eintragen, um halt eben auch diese Zugriffe zu vermeiden, dass die im Tracking drin bleiben, weil ihr selber benutzt die Webseite ganz anders, als das eure Kunden tun und damit verwässert ihr auch wiederum eure Statistiken. Wenn ihr keine festen IP-Adressen habt, solltet ihr an der Stelle überlegen, mit einem Tracking-Cookie zu arbeiten. Da gibt es eine Möglichkeit, dass ihr halt eben den Zugriff über Matomo halt eben über einen Cookie halt eben deaktiviert, damit halt eure ganzen Mitarbeiter, Kollegen da halt eben nichts werden dürfen. Der Bereich ignorierte Parameter ist dafür da, dass ihr hier einstellen könnt, welche Parameter
die im System eingetragen, also die hinten an den URLs dranhängen, halt vermieden werden, dass die im Tracking erscheinen. Hat den Hintergrund auch hier wieder, die ganzen Tracking-Parameter, zum Beispiel von HubSpot und ähnlichen Geschichten, die sollte man halt einfach ausschließen aus dem Grund, weil das einfach die Seiten, die aufgerufen werden, halt eben mit Zusatzparametern blockieren. Die ganzen Sachen, Filteroptionen und solche Geschichten halt eben einfach komplett rauslassen. Nur so bekommt ihr die entsprechenden sauberen Parameter in den Seitenstrukturen drin. Der unterste Teil ist ein regulärer Ausdruck, der also sagt, alles mit HSA Unterstrich soll halt eben rausgefiltert werden. Beispiele an der Stelle gibt es halt eben auch auf der rechten Seite. Die ausgeschlossenen Browser-Agents, darüber könnt ihr, wenn ihr eigene Tracking-Dienste habt und der sich halt mit einem bestimmten User-Agent-String meldet und immer wieder in den Protokollen auftaucht, weil Matomo es doch nicht schafft, den automatisch zu erkennen, den könntet ihr hier halt eben selber eintragen. Als Beispiel ist hier so eine Variante auch als regulärer Ausdruck, Bot, Spider, Crawler, Scanner und sowas drin. Den bitte nicht übernehmen, weil das macht Matomo von Hause aus. Das wäre also doppelt gemoppelt, bringt also an der Stelle nichts. Weiter runter gescrollt, gibt es dann halt eben das Thema zur internen Sucheauswertung. Wenn ihr die Standardparameter, die hier auf der rechten Seite steht, die Systemgrundeinstellungen drin sind, verwenden könnt, ist das gut. Ansonsten macht das Häkchen weg und ihr könnt diese eigene Einstellung, also von daher hier gucken, dass wirklich die Suche sinnvoll ausgewertet wird. In Ergänzung dazu setzt auch entsprechend ein zusätzliches JavaScript ein, entweder beim Tag Manager oder über die normale Integration, damit ihr auch die Suchergebnisanzahlen getrackt bekommt. Das heißt also, dass Matomo weiß, ja, auf der Seite, also nach diesem Begriff wurde jetzt gesucht, dass es gab 10 Ergebnisse oder es gab 0 Ergebnisse, weil sobald diese Thematik 0 Ergebnisse hat, dann könnt ihr nämlich die auch in einem speziellen Report in Matomo einsehen und darüber bekommt ihr wunderbare Insights, was die Kunden von eurer Webseite erwarten, ihr aber nicht leisten könnt, weil diese Suchbegriffe nicht gefunden werden. Sei es durch fehlerhafte Eingabe von Worten, also Tippfehler oder sowas, oder auch aus anderen Gründen, dass die Sachen halt eben zum Beispiel bei euch nicht mit diesen Schlagworten verwendet wurden, wie die Kunden das suchen. Wenn ihr keine E-Commerce-Seite habt, sollte das ja auch inaktiv sein. In dem Zusammenhang vielleicht auch überlegen, die E-Commerce-Erweiterung komplett zu deaktivieren. Alles, was nicht aktiv ist, spart Ressourcen. Also von daher gucken, was wir wirklich braucht. Diese beiden Checkboxen, die solltet ihr in der Regel nicht aktivieren. In Deutschland ist das nicht notwendig, da gehe ich aber gleich nochmal auch beim Bereich der Datenschutzgeschichte drauf ein. In der Regel ist es nicht notwendig, schlussendlich das letzte Wort an der Stelle hat natürlich zwangsläufig der Datenschutzbeauftragte, aber auch da gehe ich gleich nochmal drauf ein. Ja, Integration in die Webseite, da gibt es auch so ein paar Sachen, die man halt berücksichtigen kann. Gleiches Spiel wieder, Einstellungen verwalten, diesmal gehen wir aber hier vorne auf Tracking-Code anzeigen. Wenn ihr also die klassische Variante machen wollt, nur den einfachen Tracking-Code von Matomo integrieren wollt, dann ist diese Sache hier die richtige Sache. Gucken wir uns hier mal kurz eine Besonderheit an. Sofern ihr mit Subdomains arbeitet, solltet ihr schauen, dass ihr diese Checkbox halt eben aktiviert und hier hinten steht immer, worauf Matomo an der Stelle reagiert. Ihr seht hier schon x.www.meinedomain.de und y.www.meinedomain.de. Warum macht Matomo das hier an der Stelle? Das liegt an den Einstellungen, die wir gerade eben bei der Website vorgenommen haben. Nämlich der oberste Eintrag, der ist mit www. Und dementsprechend sagt Matomo, okay, www ist halt eben ein Bestandteil deiner Adresse, also sind Subdomains davor. Also, wenn ihr das rausschmeißt, dann habt ihr das Richtige, also dass x.meinedomain.de oder y.meinedomain.de getrackt wird. Ergo, das www hier an der Stelle rauslassen, wenn ihr diese Checkbox für diese Multidomain-Thematik nutzen wollt. Die zweite Checkbox ist auch nur im Bereich von Subdomain-Analyse sinnvoll. Von daher, wenn ich da immer den Domainnamen vorgestellt bekomme von den Seitentitel, dann bringt mir das nur was in dem Zusammenhang, wenn ich das halt so auswerten will. Im Endeffekt ist es aber häufig effektiver, wenn ihr für jede einzelne Subdomain ein einzelnes Tracking-Parameter in Matomo einrichtet und dann eher über die Erweiterung der Rollups dann das Ganze wieder zusammenführt, weil so bekommt ihr halt eben diese ganze Verbesserung mit den Subdomain-Geschichten raus. Ich würde also, wie gesagt, immer auch separate Properties an der Stelle anlegen. Hier ist eine Checkbox, die solltet ihr entsprechend aktivieren, wenn es dann darum geht, dass diese ganzen ausgehenden Verweise, zum Beispiel auf PayPal.de und so weiter, halt eben nicht mit ins Reporting eingetragen werden. Also alles, was ihr hier als alternative Domains eingetragen habt, würde weiterhin in die ausgehenden Verweise aufnehmen,
nicht in die eingehenden, weil das merkt Matomo an der Stelle, dass das halt eben eure eigene Seite ist dann vermeintlich, auch wenn PayPal ja keine, nicht eure eigene ist, aber das wird halt von Matomo dann entsprechend interpretiert, damit die normale Akquisition nicht verwässert wird. Ergo, hier diese ganzen Geschichten halt eben aktivieren, wenn ihr das halt eben nutzen wollt. Und eigentlich habt ihr jetzt den Tracking-Code schon fertig. Das ist das, was ihr auch in der Installation schon angezeigt bekommen habt. Aber wir wollen hier mal kurz auf die erweiterten Einstellungen nochmal eingehen. Dieser kleine Textlink, der wird sehr häufig übersehen, denn hier stecken noch einige Sachen drin. Der erste Punkt ist komplett zu ignorieren, das Thema mit Variablen für Besucher sollte man nicht mehr arbeiten. Man sollte an der Stelle mit Dimensionen arbeiten. Domainübergreifendes Tracking ist problematisch, gerade in Hinsicht darauf, wenn wir wirklich cookie-los arbeiten wollen, um den User-Consent nutzen zu können. Do not track sollten wir in dem Zusammenhang auch nicht aktivieren, diese Unterstützung, wenn wir dann halt eben cookie-los und User-Consent-frei arbeiten wollen, weil sofern wir das aktivieren, diese Do not track-Erkennung, dann entziehen wir uns schon wieder so ein Stück weit der Grundargumentation, warum wir eigentlich ohne User-Consent tracken können. Gehe ich aber gleich nochmal drauf ein. Gleiches Spiel hier, alle Tracking-Cookies deaktivieren. Das bedeutet aber in dem Zusammenhang wirklich, dass halt wirklich gar keine Tracking-Cookies gesetzt werden könnten. Wir können aber ein Hybrid-Tracking machen, das heißt also normalerweise ohne Tracking-Cookie. Aber wenn ihr halt eben den Consent bekommen habt, weil ihr sowieso einen Consent-Banner braucht für andere Dinge, die ihr integriert, dann könnt ihr die Analytics-Geschichten ebenfalls als Consent abfragen und in dem Augenblick, wenn der Kunde das dann erteilt, dürft ihr dem Kunden auch wieder ein Cookie setzen. Also von daher mit dieser Einstellung hier an der Stelle vorsichtig sein. Ich sage aber an der Stelle aktivieren, weil das hat halt eben den großen Vorteil, dass erstmal grundsätzlich die Thematik mit dem User-Consent möglich ist. Auch das hier, Anfrageparameter für Kampagnennamen und Suchbegriffe individualisieren, braucht ihr in der Regel nicht. Ihr könnt die Matomo-eigenen Keywords nehmen, ihr könnt aber auch die Google Analytics-Keywords verwenden, das macht Matomo automatisch. Nur wenn ihr jetzt hier wirklich sagt, ihr wollt was gänzlich Eigenes an Tracking-Parametern nutzen, dann könnt ihr das hier entsprechend aktivieren. Ja, und damit sind wir im Endeffekt auch schon fast wieder unten dabei. Hier haben wir halt eben durch dieses Anklicken der einen Checkbox diesen neuen Wert drin und können den Code einfach kopieren und integrieren. Die zweite Variante zur Integration von Matomo ist der Tag Manager. Der wird selten verwendet, aber er ist mittlerweile halt eben auch im Kommen. Was hat der Tag Manager? Grundsätzlich ist ähnlich wie der Google Tag Manager. Wir haben halt eben hier erstmal oben im Bereich Tag Manager. Manchmal muss man die Erweiterung noch zusätzlich aktivieren. Wir arbeiten hier mit Tags, Triggern und Variablen. Das ist also genau das gleiche Spiel wie beim Google Tag Manager. Das heißt, wir können anhand von Triggern, das heißt Werte, die definieren, wann ein Event ausgelöst wird, bestimmte Tags befeuern und die machen dann halt zum Beispiel Einträge in unser Event-Log, also ein Ereignis-Logging oder halt eben auch ins Inhalts-Logging oder. Können Ziele definieren und. Der große Vorteil, wenn ich mit einem Matomo Tag Manager arbeite gegenüber der klassischen Integration, ist, dass ich das gesamte Tracking zentral hier in Matomo nachträglich realisieren kann. Ich brauche also jetzt in dem Fall nicht zwingend den Umsetzungspartner, der dann entsprechende JavaScript-Code-Snippets in die Webseite direkt integriert, um entsprechende Events zu befeuern. Ich kann das also hier alles schön zentral regeln. Ich erkaufe mir das Ganze aber genauso wie beim Google Tag Manager damit, dass ich eine wesentlich höhere Ladezeit habe. Das heißt, wesentlich höhere Ladezeit. Es ist eine höhere Ladezeit, weil dass ich anstelle von 30 Kilobyte lade ich halt eben irgendwas an die 100, 150 Kilobyte, je nachdem, wie viel Tags ich habe, an Tracking Code. Und das muss natürlich dann entsprechend auch erstmal verkraftet werden. Die Integration ist hier ganz einfach genauso wie bei dem anderen Code. Einfach bei Code installieren draufgehen, dann bekomme ich ein Pop-up, kann mir den Code komplett kopieren und entsprechend einsetzen. Nochmal der große Vorteil bei dem Matomo Tag Manager. Ich kann im Nachgang, wenn das HTML vernünftig mit Klassen identifiziert ist, mit IDs identifiziert ist, sehr, sehr viele Dinge nachträglich halt eben ins Tagging übernehmen, ohne dass ich hier die Agentur im Endeffekt einsetzen muss, um das zu machen. Wenn ihr selber eure Webseite natürlich betreibt, ist es empfehlenswert, das Ganze lieber eher händisch zu machen. Das heißt, also über das klassische Snippet und dann halt eben die Events per Hand auslösen, ist definitiv performanter. Kommen wir zum Bereich der persönlichen Einstellungen. Hier haben wir halt eben auch wieder oben im Einstellungsbereich den persönlichen Element.
Wichtig an der Stelle, den Benutzernamen, den ihr einmal euch gegeben habt, den könnt ihr nicht ändern. Das heißt also, das ist einfach etwas, was nicht änderbar ist. Wenn ihr den ändern wollt, müsst ihr euch einen neuen Benutzer anlegen, den alten löschen und dann funktioniert das Ganze. Achtet immer darauf, ob euer Zeitformat richtig eingestellt ist. In der Regel sollte das schon der Fall sein. Wenn nicht, kommt es halt eben dazu, dass eure Auswertungen ein bisschen anders aussehen als vielleicht gewöhnt. Aber hier möchte ich darauf eingehen. Den Bericht, der standardmäßig geladen wird. Wenn ihr mehr als ein Website-Property in eurem System habt, dann macht es manchmal Sinn, dass ihr halt eben all die Properties auf einen Blick sehen könnt, also sprich das Dashboard aller Websites oder halt eben die Einstellung für das Dashboard einer spezifischen Webseite. Das heißt, wenn ihr euch einloggt, landet ihr halt eben im Zweifelsfall hier, wenn ihr sagt, das Dashboard für alle Webseiten. Ihr seht also alle Seiten untereinander schön aufgelistet in dem Zeitrahmen, den ihr definieren wolltet und könnt damit halt eben ganz klar die Sachen sehen für alle Sites. Gerade wenn ihr mit Subdomains arbeitet, ist das vielleicht eine gute Lösung. Alternativ ist halt eben das Standard-Dashboard und da könnt ihr halt eben bei Multisite-Einstellungen hier einstellen, was ihr für eine Webseite haben wollt. Der Bereich hier drunter ist nochmal interessant, das ist die Standardvorgabe für den Berichtszeitraum. Ob das halt eben wirklich gestern effizient ist, muss man sich überlegen. Wenn ich jeden Tag reinschaue, dann ist das gut, dann sehe ich sofort die entsprechenden Veränderungen zum Vortag. Wenn ich aber bloß alle Woche mal reinschaue oder gar bloß einmal im Monat reinschaue, was im Übrigen keine gute Idee ist, wenn ich Tracking mache, dann sollte ich das schon öfter überprüfen, was dort läuft. Dann kann ich das hier entsprechend einstellen. Das heißt also vergangenen 7 Tage oder halt eben den aktuellen Monat oder. Bedenkt immer bei den untersten 3 Sachen, aktuelle Woche, aktueller Monat, aktuelles Jahr, sind immer nur Fragmente dessen, was ihr halt eben für die Vormonatszeiten habt. Das heißt also hier würde in dem Fall die Statistik, die ihr halt eben in den Agraphen seht, ganz schön abgeändert sein, weil wenn ich am 1. des Monats reingucke, sehe ich immer sofort, das Ding ist gleich 0 und wenn ich am 15. reingucke, dann habe ich vielleicht gerade 50. Das kann ich halt nicht, wenn ich mich nicht so wundere, warum gerade damit angefangen habe. Also sind die letzten 7 Tage exklusive Monate, die ich bei den meisten Kurven finde. Im Bereich der Sicherheit ich euch nur auf einen Bereich eingehen, wenn man ein bisschen runterscrollt, das ist diese Zwei-Faktor-Authentifizierung. Die kennt ihr vom Joomla-Backend. Ich rate euch dringend, das zu aktivieren, vor allem, wenn ihr einen Tag-Manager benutzt. Weil ihr müsst immer davon ausgehen, der Tag-Manager ist definitiv eine Tür in eure Webseite, die dazu führen kann, dass alles mit der Webseite verändert werden kann. Ihr könnt dort per JavaScript alle Inhalte austauschen und das sollte definitiv abgesichert werden. Matomo ist ein Ziel mittlerweile auch für entsprechende Angriffsszenarien und dem könnt ihr euch halt einfach entziehen, wenn ihr die Zwei-Faktor-Authentifizierung aktiviert. Jo, das war es jetzt erstmal schon zum Thema zu den Einstellungsgeschichten. Grundsätzlich, jetzt gucken wir uns mal das Thema Datenschutz und Privatsphäre an. Hier haben wir einen schönen Fall, und zwar die Situation, das wird standardmäßig aktiviert, dass wir halt eben im Bereich Einstellung und Privatsphäre dann die IP-Adress-Anonymisierung haben. Meistens sieht das in etwa so aus, wie es jetzt hier ist. Das ist nämlich das Default-Setup. Das heißt also auch dieser Bereich hier, das ist das, worum wir uns genau unterhalten wollen. Was passiert denn, wenn ich das so oder so einstelle? Wenn ich das Ganze auf 1 Byte anonymisiere, die IP-Adresse, dann wird der letzte Teil hinten rausgenommen und in dem Fall von IPv4 sind das halt 254 IP-Adressen, die sozusagen in einen Cluster zusammengefasst werden. Das ist ausreichend, um dem Datenschutz zu entsprechen, dass halt eben eine Anonymisierung erfolgt. Und ich habe noch den Vorteil, ich kann mit diesem Class C IP-Adress-Segment immer noch herausfinden, wo grob der Kunde oder der Benutzer herkommt. Das ist gerade dann in dem Zusammenhang sehr hilfreich, wenn ich halt viele Tracking-Zugriffe auf meine Seite habe, die irgendwie aussehen, als wenn sie vielleicht keine echten Menschen sind. Da gehen wir gleich noch später darauf ein. Dann hilft mir diese IP-Adress-Anonymisierung mit 1 Byte dazu, dann halt wirklich auch noch zu gucken, was passiert denn hier an der Stelle, woher kommt der Nutzer? Ist das vielleicht wirklich ein IP-Adress-Segment von automatisierten Systemen aus der Azure Cloud, aus der AWS oder sonst irgendwas? Also entsprechend, das ist meine Empfehlung, die ich meinen Kunden immer mitgebe und der meistens auch gefolgt wird. Bei einer 2-Byte-Adressierung werden die letzten 2 Octets weggenommen. Das heißt also, wir haben hier in dem Fall gleich 65.000 IP-Adressen in dem Segment.
Das kann ganz ratzfatz dazu führen, dass jemand, der eigentlich in Deutschland sitzt, vermeintlich irgendwo aus Indien kommt oder sonst irgendwas, weil die IP-Adresse halt eben so weit nicht mehr nachvollzogen werden kann, dass es halt eben hier wirklich zu extremen Verschiebungen kommt, wo er herkommt oder ähnliches. Und wenn wir mit 3 Byte arbeiten, oha, würde ich definitiv von abraten, weil dann werden gleich 16,7 Millionen IP-Adressen in einen Topf geworfen. Dann brauchen wir eigentlich diese ganze Adressierungsgeschichte gänzlich nicht. Dann können wir auch komplett die IP-Adresse maskieren. Also das hat keinen Unterschied. 3 Byte oder komplett maskieren, irrelevant. Die Einstellung darunter für die IP-Adress-Anonymisierung für die Aufbereitung der Besuche steht hier die Option Ja für den Datenschutz empfohlen. Was bedeutet das? Das bedeutet, wenn wir mit Fingerprinting arbeiten, das heißt also ohne Cookies in Richtung User-Consent bezogen und ich verwende diese Einstellung hier und habe oben eine Clusterung auf 2 Byte zum Beispiel, wie es ja auch empfohlen ist, dann kann ich es im Endeffekt fast vergessen, das Besucherprotokoll, das Besucherlog von Matomo effektiv auszuwerten. Weil dort werden halt eben 65.000 IP-Adressen in einen Topf geworfen und die Wahrscheinlichkeit, dass die Browser ähnliche Fingerprinting-IDs haben, ist halt gegeben, sodass also wirklich Nutzer aus Indien und gleichzeitig aus China und der nächste kommt aus den USA oder sonst irgendwas eigentlich im Fingerprinting identisch sind und dann halt eben alles in den Besucherlog kaputt geht. Ich empfehle hier an der Stelle Nein zu verwenden, denn es hat wirklich nur einen Ausdruck dafür, dass diese IP-Adresse verwendet wird, um halt eben dieses Besucher-Fingerprinting ein Stück weit besser zu identifizierbar zu machen. Wir verhindern aber deswegen trotzdem doch, dass der Benutzer selber nachträglich identifiziert werden kann. Also auch hier die Empfehlung von dem Datenschutzbeauftragten berücksichtigen, aber das ist eine Einstellung, die wir halt eben an der Stelle nutzen können. Und hier sehen wir nochmal genau, um was es geht. Das ist so ein Besucherlog-Eintrag. Die IP-Adresse ist logischerweise falsch, weil niemals wird eine IP-Adresse vorne mit 266 beginnen. Aber das ist halt erstmal die Aussage, dass die letzte Ziffer im Endeffekt zu einer Null mutiert ist bei einer IPv4-Adresse und ich damit aber diese IP-Adresse nehmen kann, einen Whois-Lookup drauf machen kann und dann sehe, aus welchem IP-Segment das Ganze kommt. Weitere Einstellung zur Privatsphäre, die wir auf alle Fälle berücksichtigen sollten, ist, wenn wir ein Shop-System haben und Benutzer oder ein Shop-System oder irgendein anderes Login-System haben und wir wollen die Benutzer-ID in Matomo für Profiling halt eben wirklich Tatsache nutzen, dann bitte definitiv hier entsprechend die Checkbox setzen, weil nur so können wir halt eben das Thema Datenschutz halt berücksichtigen. Das gleiche gilt für die Bestellnummern anonymisieren. Wenn wir ein Shop-System haben, die Bestellnummern getrackt werden sollen, dann muss auch das mindestens anonymisiert werden. Am besten ist es eigentlich, wenn wir die Bestellnummern gar nicht mit übertragen, dann haben wir an der Stelle gar kein Problem. Und weiter unten, Tracking ohne Cookies halt eben erzwingen, ist genau die gleiche Einstellung. Das ist hier allerdings eine globale Einstellung, die wir hier machen. Das heißt also hier, wenn wir die hier einstellen, dann ist es nicht mehr Website-bezogen, dieses Deaktivieren, sondern es ist wirklich global, dass also gar keine Webseite irgendwelche Tracking-Cookies verwenden kann. Im weiteren Bereich haben wir hier den Benutzer Opt-out. Der wird vielfach gerne verwendet, um dieses iFrame in der Datenschutzerklärung rund um Matomo zu integrieren. Auch hier ist die Empfehlung eher nicht zu verwenden. Warum? Das gucken wir uns jetzt gleich an. Denn hier ist eine kleine Zusammenfassung, was wir machen sollten, um Tracking ohne User-Consent mit Matomo zu machen. Erstens, eine eigene Instanz. Das heißt, wenn wir Matomo bei uns auf dem Server hosten und nur wir im Endeffekt Zugriff auf die Daten haben, dann sollte das Ganze schon mal die erste Hürde genommen sein. Die IP-Anonymisierung natürlich mindestens auf 1 Byte zu setzen. Wieso, weshalb, warum? Hatte ich gerade gesagt. Grundsätzlich Tracking ohne Cookies nutzen, wenn wir einen User-Consent-Banner haben und zusätzlich halt dort den User-Consent abfragen, können wir zusätzlich mit dem Cookie arbeiten. Aber grundsätzlich Cookie ohne Trackings. Benutzer-ID möglichst vermeiden oder zumindest pseudonymisieren. Das gleiche gilt für die Bestellnummer. Und wir müssen sicherstellen, dass wir keinerlei Zusammenführung mit externen Systemen, im CRM, mit dem Shop-System im Detail oder Ähnlichem haben. Das heißt, wir also Daten, die wir aus anderen Systemen bekommen, beispielsweise Formular-Inputs, die wir in HubSpot speichern oder Ähnliches, dass diese Sachen in keinem Fall mit den Daten in Matomo zusammengeführt werden. Das muss als Security-Design im Endeffekt festgelegt werden und in dem Zusammenhang dann auch eingehalten werden, logischerweise.
Und wir sollten den Nutzer kein Opt-out anbieten. Also sprich diesen iframe, dass er halt eben sagt, ich möchte halt raus. Aber das Gleiche gilt halt auch für dieses Do-Not-Track-Unterstützung, die im Browser gesendet wird, weil die ist nicht wirklich darauf zurückzuführen, dass der User einen entsprechenden Wunsch geäußert hat, sondern manchmal werden die von den Browsern von Hause aus so eingestellt. Und wir untergraben uns damit die Argumentation, dass halt eben das Tracking mandatory ist. Weil wenn ich ohne User Consent arbeite, muss ich die Argumentationsgrundlage haben, dass ich sage, ich mache dieses Tracking, um halt eben komplett anonymisiert, ohne dass ich den Benutzer erkenne, dass ich diese Daten brauche, um meine Webseite halt eben aufrechtzuerhalten und zu optimieren. Und sobald ich halt ein Opt-out anbiete oder halt das Do Not Track unterstütze, untergrabe ich theoretisch diese Argumentationsgrundlage. Und natürlich, klar, weitere Inhalte, die wir eventuell tracken könnten, wenn wir zum Beispiel eine Form Analytics noch integrieren oder ähnliche Geschichten oder gar mit einem mit der Überwachung von den Session Replays arbeiten, sprich, also, dass wir wirklich dem Nutzer halt eben über die Schulter schauen, das sollte ich sowieso nur in Verbindung mit einem User Consent machen. Aber auch dann muss ich sicherstellen, dass die Daten, die erfasst werden, definitiv anonym sind. Sprich, ich muss bestimmte Inhaltsbereiche, wo Formulare drin sind, entsprechend auszeichnen, damit Matomo diese Daten niemals protokollieren kann. Das Ganze ist keine Rechtsberatung. Bitte, bitte, bitte darauf achten. Euer eigener Datenschutzbeauftragte muss das Ganze entsprechend verifizieren und für okay empfinden. Das ist hier definitiv keine Rechtsberatung. Darf ich nicht, kann ich nicht. Ja, jetzt kommen wir zum schönen Teil der Sache, nämlich die empfehlenswerten Erweiterungen. Ich renne jetzt ein bisschen durch. Ich hoffe, das ist nicht zu schnell für euch alle. Die empfehlenswerten Erweiterungen starten gleich mit den Marketing Campaigns Reporting in Verbindung dann mit den Custom Alerts, Referral Management, den Tracking Spam Prevention. Das sind die Dinger, die wir uns gleich noch ein bisschen genauer angucken. Den Device Detector Cache, den erwähne ich nur. Das ist eine Erweiterung, die nur dafür da ist, Matomo ein Stück weit zu beschleunigen. Der Device Detector ist halt das, was erkennt anhand des User Agents, was haben wir denn jetzt hier? Ist es ein Windows-Gerät, ist es ein Chrome-Browser oder? Das heißt, diese Daten werden über das Caching-System einfach effizienter für Matomo bereitgestellt, sollte also jeder entsprechend installieren, ist kostenlos. Also alle Erweiterungen, die ich hier habe, sind kostenfrei. Force SSL ist noch eine Erweiterung, die wir machen sollten, sofern wir nicht serverseitig bereits auf SSL zwangsumsteigen. Damit wird Matomo angewiesen, halt eben wirklich nur auf die SSL-Geschichten zu reagieren und zu antworten. Ist einfach aus Datenschutzgründen hilfreich bzw. empfehlenswert. Muss aber nicht gemacht werden, wenn wir es serverseitig machen können. Wo installieren wir diese Sachen? Wieder natürlich im Bereich der Einstellungen auf der linken Seite gibt es den Bereich Plattform und darunter den Marketplace. Da kann man halt eben einfach mal durchscrollen. Alles, was halt kostenfrei ist, kann ich direkt aktivieren und installieren. Alles, was kostenpflichtig ist, muss ich halt einen entsprechenden Lizenzschlüssel erwerben. Und dann habe ich halt eben meine Jahresgebühr, je nachdem, wie viele Benutzer ich habe. Marketing Campaigns Reporting. Eines der wichtigsten Erweiterungen, die leider von Hause aus fehlt und die ihr haben solltet, wenn ihr mit UTM-Parametern und ähnlichen Geschichten arbeitet. Denn es geht hier in dem Fall darum, dass wenn ihr in den Bereich linke Hand Akquisition in den Kampagnenbereich klickt und wenn ihr dort nur dieses eine zentrale Fenster der Kampagnen seht, so wie hier auf dem Bildschirm, dann fehlt diese Erweiterung. Und was bedeutet das? Darunter ist eine Zusatzfunktion, eine Hilfsfunktion, so eine URL zusammenzubauen. Ihr habt im Endeffekt nur die Parameter für den Kampagnennamen und den Kampagnensuchbegriff. Das sind die beiden einzigen Parameter, die Matomo an der Stelle jetzt für das Kampagnentracking nutzt. Ihr wisst aber möglicherweise selber, in Google Analytics gibt es viel, viel mehr Parameter und das ist auch hilfreich, diese viel mehr Parameter zu nutzen, um das Kampagnentracking effizient zu machen. Ergo müsst ihr das Ganze installieren. Hier geht wieder in den Marketplace. Dort tragt ihr halt eben zum Beispiel Campaign als Suchbegriff ein und bekommt dann diese Marketing Campaigns Reporting in der jeweils aktuellen Version und klickt dann entsprechend auf Installieren. Müsst dann, nachdem ihr ein Passwort eingegeben habt, nochmal das Plugin aktivieren. Ich gehe jetzt hier mal ein bisschen detaillierter durch die Installation durch, denn das ist der nächste Trick und Tipp, den ich habe hier an der Stelle. Ihr seht hier, da ist so ein Codefragment. Dieses Codefragment ist der Aufruf, den ihr auf der Kommandozeile machen solltet, um dieses Plugin zu installieren. Denn die Datenbank muss hier aktualisiert werden, also erweitert werden. Und je nachdem, wie lange ihr schon die Daten in Matomo speichert, sind diese Tabellen einfach utopisch groß.
Ihr könnt das Ganze über das Webfrontend starten. Ich rate davon grundsätzlich ab. Das gilt auch für jedes Update von Matomo. Auch dort werden öfter mal Datenbankaktualisierungen vorgenommen. Wenn ihr diese Datenbankaktualisierung über den Browser vornehmen lasst und der PHP-Prozess in seinen Timeout läuft, habt ihr möglicherweise dann auch eine kaputte Datenbank. Also immer, egal wenn ihr eine Installation macht von einer Erweiterung oder halt ein Update macht, erstmal logischerweise einen Datenbankdump machen, um das so sicherzustellen. Und dann bitte das, diesen Befehl, diesen Core-Update-Befehl über die Konsole auf der Kommandozeile durchführen. Das hilft euch, wie gesagt, dass die Datenbank-Updates sauber durchlaufen. Ansonsten dann halt einfach unten auf Matomo aktualisieren klicken. Das heißt, wenn ihr das gemacht habt auf der Konsole, merkt Matomo, wenn ihr hier draufklickt, dass diese ganzen Datenbank-Updates schon gelaufen sind und kümmert sich nicht darum und alles ist schön. Ansonsten führt ihr diese Datenbank-Updates durch. Im Anschluss kommt natürlich die Bestätigungsseite und hier der allgemeine Aufruf, wisst es selber, Open Source finanziert sich nicht zwangsläufig komplett selber. Solche Events wie hier kosten Geld im schlimmsten Fall, was diese Software angeht, die bereitgestellt wird. Oder halt eben natürlich auch Manpower und verschiedene andere Sachen, die halt eben von den Fördervereinen dann irgendwie finanziert werden sollen. Also wenn ihr hier für das Event gespendet habt, was ich doch hoffe, dann wäre auch hier die Empfehlung, tut das mal hin und wieder, spendet was oder aber nutzt die Möglichkeit, eine kostenpflichtige Erweiterung zu installieren und zu nutzen, wenn ihr sie sowieso braucht. Nicht darüber nachdenken, ach, das kostet jetzt $150 im Jahr oder sowas. An der Stelle, wie gesagt, Open Source muss irgendwie unterstützt werden und das ist hiermit möglich. Wenn ihr das installiert habt, sieht das Ganze so aus. Wir haben also jetzt neben dem Kampagnennamen explizit die Suchbegriffe, die Medien, die Herkunftsseiten und, was wir an zusätzlichen Informationen haben können und können darüber dann im Reporting auch bei den Zielzuweisungen halt genau wissen, alles klar, die und die Kampagne war richtig hilfreich und funktionierte, aber sie kam halt eben über LinkedIn, über Facebook oder. Ich habe also die Möglichkeit, all das zu differenzieren. Die nächste Erweiterung, die ich euch empfehlen möchte, sind die Custom Alerts. Ich hatte vorhin gesagt, wenn ihr bloß einmal im Monat nach Matomo reingeht, solltet ihr überlegen, ob ihr Matomo überhaupt braucht. Aber um das halt eben so ein bisschen zu unterstützen, dass man halt nicht regelmäßig reingeht, solltet ihr schauen, läuft denn eure Matomo-Instanz? Wir haben auf der linken Seite dann im Bereich Persönliches nach der Installation einen Bereich Benachrichtigen und können hier in entsprechenden Benachrichtigungen erweitern. Das wäre zum Beispiel auf Basis von Tag, Woche, Monat die Zahlenwerte, die dann analysiert werden sollen, mit einer E-Mail, die halt eben an mich geschickt wird, basierend beispielsweise auf dem Besucherüberblick, die eindeutigen Besucher. Und wenn die kleiner sind als, ich sage jetzt mal, 100 Besucher am Tag oder, je nachdem, was wir für Besucherzahlen haben, 500 Besucher, 1000 Besucher am Tag, dann soll bitte euch eine automatisierte E-Mail geschickt werden. Das ist deswegen hilfreich, weil manchmal funktioniert das Tracking nicht. Sei es dadurch, dass wir einen Fehler in der Integration haben, dass also da der Code nicht ausgeführt wird, irgendwo anders einen JavaScript-Fehler drin haben in der Webseite oder. Also es gibt viele, viele Gründe, dass die Firewall vom Matomo-Server nicht richtig eingerichtet ist und. Und wenn ihr dann halt eben die Daten über mehrere Tage verliert, nur weil halt eben so ein kleiner Fehler dort aufgetreten ist und ihr nicht informiert werdet, weil ihr auch nicht täglich reinguckt, dann wäre das echt schade. Ergo hier einfach einen Custom Alert einrichten, legt den so an, dass ihr nicht tagtäglich genervt werdet. Also wenn ihr durchschnittlich 100 Besucher am Tag habt, aber es immer wieder auch ein paar Punkte gibt, wo halt eben bloß 70 Besucher da sind, dann nicht die 70 nehmen, sondern vielleicht 65. Aber so, dass ihr halt wirklich sagt, okay, das ist für mich ein Alert wert, dass ich jetzt lieber noch mal kurz in die E-Mail eine Nachricht bekomme und dann früh morgens mal reingucke, was vielleicht in Matomo unrund läuft, hilft in jedem Fall. Das könnt ihr halt eben für alle möglichen Sachen machen, über Browsersprachen, Provider, sonst irgendwas. Darüber kann man halt eben viele, viele Sachen halt eben identifizieren und sich die Alerts zusammenbauen. Nutzt dieses Feature. Definitiv ein Must-Have, wenn ihr Matomo ernsthaft nutzen wollt. Lasst euch über entsprechende Ausreißer in den Daten, zu geringe Besucher-Conversions, zu geringe Haltezeiten oder zu große Ladezeiten von den Seiten, lasst euch diesbezüglich wirklich einfach automatisiert benachrichtigen. Das nächste ist die empfehlenswerte Erweiterung, die Referrer-Management. Das Referrer-Management ist nur dafür da, zu gucken, was gibt es an Links, die auf eure Webseite kommen, aus Suchmaschinen oder sozialen Netzwerken. Die Standarderkennung hier von Matomo ist schon ganz okay, aber bestimmte Sachen sind halt dort nicht drin.
Erstens, die Sachen, die automatisiert gemacht werden können, sind hierdurch wesentlich umfangreicher, auch für Suchmaschinen, die halt vielleicht nicht unbedingt in eurem Standardportfolio wären. Oder aber ihr setzt halt eben selber Suchmaschinen. Das heißt, wenn ihr mit einer speziellen Suchmaschine zusammenarbeitet, die auf euch verweist und ihr wollt die Übergabeparameter der Search Queries haben, das muss noch nicht mal Suchmaschine sein, sondern kann halt auch eine andere Webseite sein. Das heißt, der aus den Referrer-Daten ein Query-String, der analysiert werden soll, dann könnt ihr das hier entsprechend eintragen und in euer Reporting mit aufnehmen. Dann wird, wie gesagt, hier Suchmaschinen eingestellt und das ist gut. Und die letzte Erweiterung, die ich hier an der Stelle noch zeigen möchte, dann bin ich auch schon durch, das ist die Tracking Spam Prevention. Warum sollten wir das Ganze nutzen? Das ist sehr einfach, weil es halt eben sehr viele Zugriffe gibt, die wir gar nicht in der Datenbank haben wollen. Nämlich unter anderem, also die Einstellungen sind hier im Bereich allgemein. Ich habe das jetzt ein bisschen gefaked. Darüber sind noch die ganzen anderen allgemeinen Einstellungen. Ihr müsst also sehr, sehr weit runter scrollen, meistens bis ganz zum Schluss. Und erst dann findet diesen Bereich der Tracking Spam Prevention hier. Aktiviert hier diese drei Checkboxen, das heißt also Tracking aus Cloud-Instanzen blockieren. Damit gibt es eine Liste von IP-Adressen aus AWS, Azure, DigitalOcean, Google Cloud und Oracle Cloud, die halt eben hier hinterlegt sind und die dazu führen, dass Zugriffe aus diesen Cloud-Instanzen dann nicht mehr bei euch im Protokoll auftauchen. Das gleiche, die Headless-Browser sollten deaktiviert werden, weil Headless-Browser sind halt eben Browser, die keinen Benutzer dahinter haben, also ein Screaming Frog oder so eine Geschichte zum Beispiel. Das bringt nichts, diese Daten zu identifizieren. Das gleiche halt eben Server-Side-Libraries wie Curl und Postman und so eine Geschichten sollen halt eben hier auch deaktiviert werden. Jetzt kommen wir ein bisschen weiter runter, haben wir noch eine Einstellung für die maximal aufzuzeichnenden Aktionen pro Besuch. Es hängt jetzt sehr stark davon ab, was ihr für eine Webseite habt. Wenn ihr eine Webseite habt, die lediglich Basisinformationen für eure Kunden halt bereitstellt und vielleicht, weiß ich, 30, 40 Inhaltsseiten habt, dann wäre es schon sehr abstrus, wenn tatsächlich ein Benutzer diese 30 Inhaltsseiten auch allesamt durchgeht. Das ist so gut wie ausgeschlossen. Meisten Benutzer bei solchen kleineren Seiten gehen vielleicht über 4, 5 Seiten, vielleicht mal 10 Seiten, dann sind sie aber meistens schon weg. Ergo, wenn ich hier als Begrenzung dann 15 Seiten eintragen würde und alles, was halt eben an Besuchern mehr Klicks produziert als diese 15 Klicks, wird mir halt eben rausgeschmissen als ist wahrscheinlich ein Roboter, dann bin ich an der Stelle schon mal gewappnet und kann an der Stelle diese ganzen Nutzer schon mal ausschließen. Und sollte darunter tatsächlich mal ein Mensch sein, mein Gott, dann ist das halt gut, aber die ganzen Bots können wir hier an der Stelle damit ausklicken. Das gleiche geht mit den Exclude Countries. Wenn ihr zum Beispiel definitiv kein Kundenpotenzial in China, Russland, Hongkong und weiß ich nicht wo habt, dann exkludiert hier diese Länder. Das hat den großen Vorteil, wenn die IP-Adress-Lokalisierung, das Geolocation vernünftig funktioniert, bekommt ihr halt auch hier wieder wesentlich weniger Daten von Spam-Zugriffen in euer Segment rein. Und wenn wir weiter runter scrollen, können wir das ganz theoretisch auch umdrehen. Da muss man sich allerdings wirklich klar sein, IP-Adress-Geokoordinierung ist nicht 100 pro. Gerade wenn man die kostenlose Variante verwendet, bringt das hier an der Stelle halt eben zum Teil Probleme. Also wenn ihr hier sagt, ich möchte nur die Zugriffe aus Deutschland, Österreich, Schweiz haben, schließt ihr möglicherweise noch einen ganzen Schwung an Nutzern aus, die ihr eigentlich haben wolltet. Von daher ist da die Variante mit den Exclude Countries oben möglicherweise sinniger. Das müsstet ihr aber fallweise mal ausprobieren. Warum machen wir das Ganze? Wir machen das Ganze wegen eben genau dieser Thematik. Der menschliche Anteil an Besuchern auf eurer Webseite liegt durchschnittlich gerade mal so um die 50%. Dann kommen noch mal so 22-24% Nutzer dazu, die unschädliche Bots sind. Dazu zählt Google selber oder auch Bingbot, Yandex und wie sie nicht alle heißen. Die kann man ja wunderbar erkennen anhand der Browsererkennung. Aber es gibt einen sehr großen Anteil an sogenannten Impersonator-Bots. Das sind Roboter, die durch das System durchgehen, die Seite wirklich so langsam auch durchscrollen, die entsprechenden Scroll-Events mitnehmen, die ganzen Click-Events mitnehmen, JavaScript wirklich komplett ausführen und allem drum und dran. Und die wollen wir nicht haben. Was ist so ein Impersonator-Bot? Das beste Beispiel ist immer Facebook. Wenn ihr eine Facebook-Ads schaltet oder halt entsprechende Links auf eure Webseite setzt, dann googelt oder scrollt, oder crawlt Facebook mit seinen Systemen so, als wenn es ein echter Mensch ist, die Webseite durch, um zu gucken, ob dort irgendwelche Malware drauf ist, Phishing-Angriffe drauf sind oder ähnliches. Und damit kennzeichnet er sich nicht wirklich als entsprechender Bot.
Man muss hier an der Stelle wirklich die IP-Adresse identifizieren, um diesen Impersonator-Bot zu deaktivieren, dass der nicht in den Trackings auftaucht. Denn das ist das große Problem. Die sehen aus wie echte Menschen und wenn ihr nicht so wahnsinnig viele Zugriffe auf eure Webseite habt, dann verwässern sie euch die ganzen Daten ganz gehörig. Hier nochmal eine Statistik aus 2020, die vorige war aus 2016. Auch hier geht dieser Hersteller der Statistik, unten ist der Link drin, davon aus, dass diese Sache halt eben bei, also diese Badbots bei rund 25% liegen und schon mittlerweile höher sind als die Goodbots. Ja, das war's von meiner Seite hier. Jetzt kommen wir eigentlich nur noch zum Fragen- und Antworten-Teil. Und damit bin ich gerade so knirsch in der Zeit geblieben. Aber ich denke mal, wenn ihr Fragen habt, können wir das jetzt gleich machen. Könnt ihr auf die Bühne kommen und halt dort mal die Fragen stellen. Ansonsten findet ihr mich dann auch gleich noch ein bisschen im Außenbereich direkt hier vor der Stage. Guck mal, Joachim, dann mache ich direkt mal den Icebreaker mit der Frage. Ich erlebe es immer wieder im Praxiseinsatz, dass Kunden in der Relaunch-Phase sagen, ja, natürlich, wir brauchen auf jeden Fall Tracking. Installieren Sie uns bitte Tracking. Und dann guckst du anderthalb Jahre später ins Matomo und siehst, der Kunde war das letzte Mal am Tag des Relaunches drin und danach hat er nie wieder was gemacht. Wie ist da deine persönliche Meinung? In der Konstellation trotzdem lieber laufen lassen, Daten sammeln um der Daten willen oder in solchen Situationen dann sagen, nee, komm, dann hat es auch keinen Zweck? In dem Fall, nee, komm, dann hat es auch keinen Zweck, weil diese Informationen, die da rausgezogen werden, zu 99% aus den Logfile-Analytics, die meisten Provider eh mitlaufen lassen, mit Babelizer oder ähnliches, vollkommen ausreichend sind, weil dann interessiert mich eh nur, okay, habe ich eine kleine Änderung in der Anzahl der Zugriffe auf meiner Homepage oder ähnliches. Nein, also wer Matomo installiert und kein einziges Ziel definiert hat, Entschuldigung, der gehört gesteinigt, der muss Matomo raus, ob das User-Consent frei ist, ohne Cookies oder sonst irgendwas. Das Gleiche gilt aber genauso analog für Google Analytics. Also wenn da keine Ziele definiert sind, keine Events definiert sind, um zu erkennen, was in der Webseite passiert, raus damit, es bringt nichts. Datensammeln des Datensammelns Willen ist der dümmste anzunehmende Use Case für eine User-Logs, also für ein Tracking, definitiv. Dann sind wir uns da einig. Wunderbar. Doris, du siehst so aus, als hättest du eine Frage. Auch korrekt. Also ich muss mal dazu sagen, Matomo liebe ich. Das nutzen wir schon seit vielen Jahren. Ich kann es auch wirklich nur empfehlen. Jetzt ist es eben so, wir bauen unsere ganzen Webprojekte auf Joomla um. Und wollen natürlich Matomo mitnehmen. Und wenn du jetzt hier schon sagst, dass du hier von Matomo sprichst, ist jetzt meine Klitze, das wird gleich überflüssig sein, meine Frage. Aber wie kann ich es am besten mein Matomo in Joomla einbinden? Gibt es da ein extra Modul oder muss ich das auf jeder Seite den Code mit einbinden? Das ist jetzt bloß noch ein kleiner Gedankensprung, den mir noch fehlt. Da kann ich dir vielleicht zur Seite springen, Joachim. Ja. die spannende Frage ist ja, also ne, wenn du einbinden meinst, dann meinst du ja in der Regel consentpflichtig einbinden. Ja. Also über den JavaScript-Code, in dem Moment brauchst du einen Consent-Manager. Consent-Manager-Lösungen gibt es wie Sand am Meer, CMS losgelöst und es gibt eine Handvoll Joomla-spezifischer Consent-Manager. Aus dem deutschsprachigen Raum kenne ich da tatsächlich das KickKCM. Schmeiße ich gleich mal den Link irgendwo per Twitter rein oder sowas. Und ansonsten gibt es noch eine Handvoll GDPR-Extensions aus dem Extensions Directory. Meine ganz persönliche Empfehlung, ohne Werbung machen zu wollen, aber doch irgendwie ist aber tatsächlich das KCM. Damit konnten wir bisher so ziemlich jeden Use Case erschlagen, der nicht bei drei auf den Bäumen war. Ich twitter das gleich mal. Super. Und wenn ihr da trotzdem das ganze User-Consent frei machen wollt, sprich ihr in Matomo die ganzen Einstellungen vornehmt, dass halt eben cookie-los getrackt wird und ähnliches, dann diesen Code möglicherweise direkt ins Template schreiben, in den Kopfbereich bitte, ganz wichtig, genau. In den Kopfbereich, weil ja ansonsten die Timing-Werte fehlen. Matomo versucht so weit wie möglich auch Ladezeit-Timings zu berechnen. Das kann es aber nur, wenn dieser Code im Kopfbereich zumindest den Zeitstempel setzen kann. Dadurch, dass der Code sowieso asynchron geladen wird, behindert es auch die Web-Vitals nicht, aber es sollte halt definitiv in den Kopfbereich.
Und da, je nachdem, ob ihr den Standard-Tracking-Code nehmt oder den Tag-Manager, das beides halt einfach vielleicht zentral in das Template einbauen. Es ist ja, auf allen Seiten soll es ja drauf sein. Also von daher gibt es da keinen Grund, das jetzt irgendwie irgendwo anders drauf zu basteln. So ist es ja eigentlich bei uns auch gewesen. Ich will jetzt nicht nennen, welches Content Management wir bis jetzt verwenden. Und da ist es eigentlich so gewesen, dass ich da ein Modul drin hatte, wo ich dann nur den Link zu dem Matomo reinsetze und die Nummer da sagen dahinter und fertig war das. So, und dann wurde das automatisch alles mitgetrackt. Ist aber meistens der falscheste Weg, weil diese, trag mir nur die Adresse und die ID, die Site-ID ein. Da habe ich ja keine Möglichkeiten, die ganzen Einstellungen vorzunehmen. Sprich zu sagen, dass es cookie-los sein soll. Sprich zu sagen, dass er diese oder jene Funktion von Matomo nutzen soll. Es sei denn, ich habe diese Einstellungsmöglichkeiten in diesem Dialog drin, dann geht es natürlich. Aber meistens berücksichtigen die dieser ganzen vielen, vielen Einstellungen, die ich habe, um den Tag-Manager zu optimieren, den Standard-Tag zu optimieren, die sind meistens nicht berücksichtigt, weil die meisten gar nicht wissen, dass man auf dieses Erweitert bei dem Einstellungscode mal klicken kann und sieht, was da alles drin ist. Ja, ich rede jetzt von der Webseite. Bei Matomo nutze ich die ganzen Ziele und alles. Gerade wenn ich jetzt sagen, Newsletter verfasse oder sowas, möchte ich gerne wissen, wie viel auf das angeklickt wird. Das regle ich ja dann immer in Matomo. Ist ja wunderbar. Ja. Das kann ich ja dann meine Ziele und Kampagnen, alles, was ich dort habe, kann ich ja dort schön einstellen. Und wenn ich das einmal in Matomo schön eingestellt habe, brauche ich ja eigentlich nur wirklich in der Webseite ein zentrales Ding, weil das macht ja alles Matomo für mich. Ich habe wirklich mit Matomo sehr gute Auswertung. Also ich bin, also für meine Zwecke, muss man ja sagen, bin ich da eigentlich sehr zufrieden mit dem, was mir Matomo dann aus meinen Webprojekten so liefert und was ich dann eben rauslesen kann, was die User so eben auf meiner Webseite bewegt oder nicht bewegt, was gut ist oder was eben nicht so gut ist. Ne? Ja. Gebe ich dir fast recht. Es geht wirklich in dem Fall um diese Einstellung. Alleine die Einstellung, dass du Matomo sagst, dass er bitte keinen Cookie nutzen soll. Ja. Die musst du in dem kleinen Codefragment drin haben, bevor der Matomo-Code geladen ist. Das heißt, okay, da muss dieser kleine Zusatz, den ich auch in der Folie drin hatte, von wegen Disable Cookies, der muss sein oder eingetragen werden in den PHQ-Parametern, bevor der Matomo-Code geladen wird. Wenn du den danach erst einträgst, ist der Cookie schon gesetzt und dann wird Matomo versuchen, den wieder rauszuschmeißen, ist definitiv unsinnig. Das heißt also gerade auch bei der Integration des Codes nicht darauf verwenden zu sagen, es ist mein Standardcode, das funktioniert alles, sondern gucken, was habe ich an Parametern. Ich kann zum Beispiel User-Dimensionen definieren, also in welchem Bereich ich zum Beispiel drin bin. Das gibt mir zusätzlich Features in der Auswertung, wenn ich mit den Custom Dimensions arbeite. Die muss ich aber vorher definieren. Und das kann ich über so einen Klibunti-Integrator meistens nicht schaffen. Da muss ich wirklich den Code einmal per Hand anpassen und den einsetzen. Okay. Den Link habe ich gerade getwittert unter dem Hashtag JD21DACH, da findet man mich. Und ansonsten Kick KCM und Google ist dein Freund. Alles klar. Ich danke euch. Gut, weitere Fragen? Ich sehe keinen, der auf die Bühne stürmt. Ich auch nicht. Dann, lieber Joachim, vielen, vielen Dank für deine erneute Bereitschaft, dich in die Höhle des Joomla-Löwens zu trauen und dein Wissen zu teilen. Hab noch einen wunderschönen Nachmittag. Ich denke mal, du hängst noch ein bisschen hier rum, sodass man dir auch einen Knüppel zwischen die Beine werfen kann, wenn man was von dir möchte. Genau. Noch eine private Frage hat. Wunderbar. Okay, perfekt. Dann haben wir jetzt 12 Minuten Pause. Dann geht's weiter. Ein herzliches Dankeschön. Genau, ihr könnt auch applaudieren und Thumbs up machen. Da freut sich der Joachim bestimmt. Und außerdem sieht das einfach witzig aus hier. Großartig. Bis gleich. Danke, bis dann.